Staatsterror in Syrien. Assads Regime jagt die Aufständischen in der Protesthochburg Homs. Ratlosigkeit in New York. Dort blockieren Russland und China eine gemeinsame Resolution gegen Syrien. Fragile Machtbalance in Kairo. Nach den Fußballkrawallen von Port Said steht der Umbruch in Ägypten auf der Kippe. Von Ägypten bis Syrien scheitert der arabische Frühling. Guten Abend zur Phoenix-Runde. Die Erwartungen waren groß. Der arabische Frühling hat Hoffnungen geweckt. Doch jetzt stehen die Menschen in Ägypten und der Westen vor Enttäuschungen. Neue Gewalt, alte Probleme. Und in Syrien herrscht nahezu Krieg. Regimeanhänger bombardieren Zivilisten. 6000 Menschen sollen dem Assad-Regime bereits zum Opfer gefallen sein. Der Westen scheint machtlos. Dem Weltsicherheitsrat sind im Moment die Hände gebunden. Von Ägypten bis Syrien scheitert der arabische Frühling. Darüber wollen wir heute diskutieren. Bei mir sind Sonja Helgasi, Vizedirektorin des Zentrums Moderner Orient. Volker Pertes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dalia El-Ghowari, deutsch-ägyptische Journalistin. Und Ruprecht Polenz, CDU-Politiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Herr Polenz, nun hätte der UN-Sicherheitsrat eine Syrien-Resolution verabschieden können, wären dort nicht Russland und China gewesen mit ihrem Veto. Wie enttäuscht sind Sie oder ist der Westen, dass wirklich eigentlich nichts gemacht werden kann im Moment? Es sind ja 13 Mitglieder im Weltsicherheitsrat, die für die Resolution gestimmt haben, darunter auch Indien und Südafrika. Das ist nicht nur eine Angelegenheit des Westens. Die Arabische Liga war hinter dieser Resolution gestanden. Länder eben wie Indien, Südafrika, aber eben auch der Westen. Und wir sehen ja jetzt, was passiert ist. Assad hat dieses Signal aus New York so gedeutet: Ich bin international nicht isoliert, ich bleibe dran. Das ist das Signal in die syrische Gesellschaft hinein. Das entmutigt diejenigen ein Stück weit, die jetzt auf Zuspruch gehofft haben von außerhalb. Mhm. Und es waren auch syrische Oppositionspolitiker, die uns immer wieder gesagt haben, wie wichtig es wäre, dass ein klares Signal der internationalen Gemeinschaft kommt: Mit Assad geht es nicht weiter. Das würde auch ein Signal in die syrische Gesellschaft hinein bedeuten. Das ist jetzt ausgeblieben und dadurch ist die Situation schlimmer als vorher. Herr Pertes, der russische Außenminister Lavrov war heute in Damaskus und hat Assad getroffen. Es wurde nicht wirklich bekannt, wie dieses Gespräch gelaufen ist. Welche Wirkung sollte es denn letztendlich haben oder welche Bedeutung hat es? Ja, da müsste man eigentlich Herrn Lavrov fragen. Ich kann Ihnen das natürlich auch nicht sagen. Die Hoffnung wäre, dass Herr Lavrov tatsächlich ein Stück weit von dem, was in der Welt geschieht, nach Damaskus bringt. Dieses Regime scheint auch nicht mehr zu erkennen, wie isoliert es ist. Es scheint nicht zu erkennen, dass die Zeit vorbei ist. Das liegt auch daran, dass es in Damaskus immer noch in der Lage ist, 10.000, 20.000 Anhänger zu mobilisieren. Und wahrscheinlich der Präsident tatsächlich überzeugt ist, er kann gewinnen. Militärisch kann er das auch, politisch kann er es nicht mehr. Und da ist es schon wichtig, dass die wenigen internationalen Politiker, die noch einen Kontakt nach Damaskus haben, ganz unabhängig davon, wie wir das russische Verhalten im Sicherheitsrat finden, dass die versuchen, Assad beizubringen, dass es vielleicht noch Zeit ist zu gehen und er nicht bei dem absehbaren Sturz seines Regimes auch noch das ganze Land mit runter. Also wurde durch diesen Besuch doch ein gewisser Druck ausgeübt? Ich glaube, ein wenig Druck wurde ausgeübt. Das hat man gesehen bei den sich etwas widersprechenden Meldungen nach der Abschlusspressekonferenz des russischen Außenministers, der erst gesagt hat, er habe mit Assad darüber gesprochen und Assad sei auch einverstanden, dem Friedensplan der Arabischen Liga zu folgen. Mhm. Der Friedensplan der Arabischen Liga heißt Abtritt Assads und vorübergehend Machtübergabe an den Vizepräsidenten, um dann eine nationale Koalitionsregierung möglich zu machen. Und die syrische Regierung hat natürlich ziemlich schnell dementiert, dass genau dies gemeint gewesen sei. Mhm. Frau El-Ghowari, tausende Menschen in Syrien fürchten nun wirklich um ihr Leben. Versagt der Westen eigentlich gerade kläglich oder auch die anderen Länder, die eben auch im Sicherheitsrat mit dabei sind? Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass der Westen da noch mehr Druck ausübt. Also diese Einschüchterung von Peking und von Russland, dass eben, wenn der Westen sich zu sehr einmischt, dass es da sozusagen zurückschlägt, finde ich inakzeptabel. Ich denke auch, dass der Westen viel mehr machen müsste. Gut, es ist eine Diplomatie, es ist eine Angelegenheit, wo viele
Mitglieder auch im Sicherheitsrat waren. Aber wenn man sich die Länder Russland und China anschaut, ist dort selber, werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Also was will man von solchen Ländern erwarten? Ich frage mich auch, wie geht man jetzt mit dieser Entscheidung um? Ich kann mir nur vorstellen, dass es einen langen Atem braucht. Aber in jedem Fall sollte auch Deutschland, ich denke mal, viel mehr nach außen treten. Also ich bin eigentlich auch nicht mit der ganzen Außenpolitikstrategie zufrieden. Ich finde, Herr Westerwelle hätte sich längst äußern müssen und sagen müssen, also Herr Assad, Sie müssen zurücktreten. Das kam jetzt eigentlich. Also ich finde, dass da eigentlich viel mehr vehement hinterstehen müsste. Frau Hegasi, reagiert man auch eigentlich viel zu spät? Also jetzt passiert nicht besonders viel, aber hat man auch zu spät reagiert? Wen meinen Sie jetzt genau? Also wenn man sozusagen sich jetzt mal die Situation in Syrien, die ja nun anhält, schon seit Monaten anschaut, hat man da als Westen oder eben als USA, wie auch immer, zu spät reagiert und hat zu spät angefangen, überhaupt etwas zu tun? Naja, man hat natürlich auch die schwierige Situation in Libyen vor Augen und es ist damals sehr kritisiert worden, zum Teil auch, dass man mit der Opposition in Libyen direkt mit kriegsführenden Maßnahmen sie unterstützt hat. Und auch jetzt ist man ja sehr darüber im Zweifel, wie sich die Politik entwickeln wird. Und daraus hat man zum einen den Schluss gezogen, auch die syrische Opposition sich genau anzuschauen. Und zum anderen sind einfach viel dramatische Konfliktherde mit Syrien verbunden. Sprich, ein Konflikt mit Israel, der Konflikt mit dem Iran, Libanon als Nachbarstaat. Also doch nochmal eine andere Rolle als eben dann vielleicht die Nachbarländer. Es ist viel komplexer, vielschichtiger. Und wenn man das hier weiter eskalieren lässt mit militärischen Mitteln, steht wesentlich mehr auf dem Spiel als in Libyen. Mhm. Herr Polenz, hier kam gerade die Kritik mit sozusagen Ihrer Arbeit unter anderem nicht so ganz zufrieden. Hätte Deutschland da doch früher auch schon etwas mehr Druck ausüben können oder sollen? Na, ich glaube, man darf jetzt die Anforderung an ein Land der Europäischen Union nicht überdehnen. Syrien, und da würde ich an das gerne anknüpfen, was Sie gesagt haben, liegt da wirklich im Schnittfeld aller Konfliktlinien in der Region, also Iran, Israel, Libanon haben Sie genannt, aber auch Saudi-Arabien, Irak. Also wenn man an dem Gefüge Syriens, was ja dann auch noch im Inneren multiethnisch, multireligiös zusammengesetzt, eine gewisse Fragilität aufweist, die unter Assad autoritär zusammengepresst ist, dann kann man sich vorstellen, dass also jede Veränderung auch Kettenreaktionen auslösen kann, die man nicht ohne weiteres vorher kalkulieren kann. Ich finde, ja, was man machen kann, ist das Ende der Gewalt fordern. Ich finde den Vorschlag mit der Kontaktgruppe gut. Nachdem jetzt der Sicherheitsrat für eine Weile ausfällt, können sich die Länder, die sich Syrien, der syrischen Bevölkerung besonders verbunden fühlen, zusammenschließen in einer Kontaktgruppe, den Kontakt zur Opposition dort nutzen. Die Opposition hat die Chance, Vertrauen aufzubauen, weil die Frage, wie geht es denn nach Assad weiter, stellt sich ja auch jeder. Das ist das gleiche Thema wie in Libyen gewesen. Und man kann natürlich der Opposition auch helfen, weiterhin die Weltaufmerksamkeit auf das zu lenken, was in Syrien vorgeht, mit Satellitentelefonen, mit Handys, mit Kommunikationsmitteln. Das ist das, was man tun kann. Ich bin sehr skeptisch, was Waffen angeht. Aber ich wollte eigentlich gerade auf was anderes hinaus. Sie haben eine Frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt hatte. Was kann denn die Resolution oder was hätte die Resolution direkt bewirken können? Ich glaube, die ging ja nicht so weit. Ja, die Resolution hätte auch der syrischen Bevölkerung gezeigt, Assad ist isoliert, mit ihm geht es nicht weiter. Und diejenigen, die jetzt in Syrien überlegen, was kommt nach Assad, wollen wir das Risiko eingehen? Für die ist dann eine andere Abwägung da, wenn es mit Assad sowieso nicht weitergeht. Das ist jedenfalls das, was ich von vielen syrischen Oppositionspolitikern, die in der Zwischenzeit hier waren, die ich habe treffen können, immer wieder gehört habe. Diese Kontaktgruppe, wäre das wirklich ein Schritt, auch das libysche Modell eben zu nehmen? Die Kontaktgruppe hat, glaube ich, mit dem libyschen Modell ganz wenig zu tun. Das libysche Modell war eines. Es war aber auch eine Art von Kontaktgruppe. Ja, es gab dann auch eine Kontaktgruppe, aber auf einer völlig anderen Grundlage. Es gab ein befreites Gebiet. Es gab ein befreites Gebiet, das hatte einen Hafen, das hatte einen Flughafen. Das konnte man tatsächlich auch durch eine Flugverbotszone und deren Kontrolle schützen gegen Angriffe aus dem
aus dem Rest des Landes. Die Situation ist sozusagen, was das Militärische angeht, unvergleichbar. Und natürlich hat man Kontaktgruppen für alle möglichen ganz unterschiedlichen Situationen. Aber ich glaube, man kann tatsächlich noch eine ganze Menge mehr tun, was nicht erschöpft ist. Und ich würde Herrn Polenz recht geben, weit unterhalb der Schwelle, dass man den Bürgerkrieg weiter anheizt. Wir sollten sehr deutlich wissen, wenn jemand Interesse an einem vollen Bürgerkrieg hat, ist das nicht die Opposition, sondern ist das das Regime. Denn wenn es einen vollen Bürgerkrieg gibt, wird das Regime auch seine Feuerkraft voll nutzen. Dann wird es weniger Soldaten geben, die desertieren, wenn sie sehen, dass sie militärisch angegriffen werden und zurückfeuern müssen. Also wird unser Interesse stärken am Ende? Ich glaube, es würde ein voller Bürgerkrieg würde den Fall des Regimes verzögern. Mhm. Das ist meine These. Wir wissen es nicht genau, aber ich glaube, es gibt viele gute Gründe, die dafür sprechen, dass ein voller Bürgerkrieg den Fall des Regimes verzögern werden. Während dieser Abnutzungsaufstand, dieser friedliche Abnutzungsaufstand, der mittlerweile seit 11 Monaten anhält, wirklich das Regime abnutzt, es von Woche zu Woche weiter in die Isolation getrieben hat, wo, und ich finde das bewundernswert, junge Leute in einem der repressivsten Regime der arabischen Welt Woche für Woche und mittlerweile Tag für Tag in unterschiedlichsten Straßen, unterschiedlichsten Städten des Landes auf die Straße gehen und sich nicht davon abhalten lassen, dass jeden Tag, jede Woche Leute ums Leben gekommen sind. In dem Moment, wo sie einen Bürgerkrieg von außen finanzieren, von außen anheizen, haben sie plötzlich eine moralische Waffengleichheit. Das muss nicht sein, das sollte nicht sein. Und die Armee wird dann kämpfen. Heute kämpft der größte Teil der syrischen Armee eben nicht. Das Regime kann vielleicht 20% seiner Armee einsetzen. Mhm. Und die anderen sind nicht loyal. In dem Moment, wo sie sich in einem Bürgerkrieg befinden würden, wo es hieße, ihr verteidigt doch den Staat, würden sie zurückschießen. Aber würden denn die Maßnahmen ausreichen können, die jetzt angesprochen worden sind? Also es ist heute ein sehr langer Artikel in der New York Times gewesen, wo ein Maßnahmenkatalog dargestellt wurde, der genau in diese Richtung auch geht. Also deeskalieren, zur Not, zur absoluten Not auch weiterhin Assad in den Dialog mit einbinden. Und es wird zumindest auch sowas noch sehr stark forciert, dass man sich über diplomatische Schritte weiterhin Druck auf dieses Regime ausübt. Und nicht sich jetzt vor eine Situation stellt, wo man sagt, es gibt nur zwei Lösungen. Es gibt entweder nur das militärische Eingreifen oder aber Assad wird seine Bevölkerung blutig niedermetzeln. Nun gibt es ja auch Druck aus Syrien. Heute wurden zwei mutmaßliche syrische Spione in Berlin festgenommen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das jetzt was, was zunimmt oder herrscht diese Lage eigentlich schon die ganze Zeit? Ja, ich glaube, dass Syrien zu den Ländern gehört, die über den Auslandsgeheimdienst immer schon geguckt haben, dass sie ihre Exilopposition beobachten, teilweise unter Druck setzen. Das ist jetzt manifest geworden. Gibt es auch noch andere Länder, die das machen. Der Iran gehört beispielsweise auch dazu. Und das zeigt ja auch, womit wir es zu tun haben. Aber ich glaube auch, wenn man mal diese Konflikte nur an einem Beispiel noch mal erwähnt, was macht die Hisbollah in dem Moment, wo Assad in Syrien gewaltsam fällt? Wird sie den Libanon übernehmen und was macht dann Israel? Und damit haben sie nur einen Teil der Eskalationsmöglichkeiten, die an diesem Konflikt dranhängen, die wir, glaube ich, noch etwas zu wenig bedenken, wenn jetzt so das Gefühl entsteht, also jetzt ist das Muster Libyen vorgegeben und das führt irgendwie dann über bewaffneten Widerstand zu einem Regimewechsel. Ich bin ganz bei Ihnen, Herr Pertes, das ist kein Szenario, was wir verfolgen sollten und was man unterstützen sollte, aber möglicherweise ein Teil der Arabischen Liga genau auf diesem Trip. Es gibt ja einige Staaten, die erklärt haben, wobei ich denke, wenn das nur eine Drohung ist, kommt es vielleicht auch an, die erklärt haben, sie seien bereit, den Bürgerkrieg zu finanzieren. Ja. Relativ deutlich hat Katar das gesagt, Geld genug ist da. Ja. Das ist eine Drohung gegenüber Assad und ich glaube, als Drohung ist es auch erstmal am Platze. Er muss wissen, er muss erkennen, dass seine Zeit vorbei ist. Und da gibt es aber andere Aufgaben für uns. Für uns meine ich, sagen demokratische Staaten außerhalb des Nahen Ostens, einschließlich der Türkei. Wir haben eine Opposition, die noch nicht richtig gut organisiert ist, die an einem bestimmten Tag die Macht übernehmen wird. Wir wissen nicht wann, aber an einem Tag wird das stattfinden. Denen zu helfen, vorbereitet zu sein, darüber sich Gedanken gemacht zu haben, über Versöhnung nach einem Bürgerkrieg oder auch Bürgerkriegsähnlich. Das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, dass sie gemacht werden, einfach um zu verhindern, dass die Zeit, ich sag mal, der Monat nach dem Sturz des Regimes schlimmer wird als der Monat vor dem Sturz des Regimes. Nun ist es eben schwer zu vergleichen mit anderen Ländern, das haben wir jetzt gerade gehört, auch mit Ägypten schwer zu vergleichen. Also das Modell sozusagen, das jetzt in Ägypten funktioniert, wird in Syrien nun nicht funktionieren.
Genau, also die Ausgangssituation ist natürlich vollkommen unterschiedlich. Und ich glaube, dass das, was viele Fernsehzuschauer jetzt natürlich aus Ägypten sehen, auch erstmal Assad den Rücken stärkt. Und dass viele in Syrien zwar gegen Assad sind, aber sie wissen auch nicht, ob sie es, was würde denn ein Umsturz bringen. Und viele Menschen haben Angst vor Chaos und haben Angst vor dem Unbekannten, was danach kommt. Das muss man einfach auch mal sich deutlich machen. Ne? Das ist also quasi die große Enttäuschung jetzt eigentlich in Ägypten. Jetzt gibt es eben die neuen Krawalle, wir haben es eben gesehen, im Fußballstadion. Man weiß auch nicht so recht, wie die überhaupt zustande gekommen sind. Sozusagen die Angst, was ist nach dem Regime? Ja, also ich meine, natürlich ist es nicht so, dass jetzt die Krawalle in Port Said der Ausbrecher in den letzten Monaten war, sondern man sieht diese Art von Krawallen häufiger im Land und diese Art von Auseinandersetzung. Wir haben gesehen, dass dieses berühmte Institut d'Egypte, ein sehr altes Archiv, wo wichtige Handschriften und Bücher aufbewahrt werden, in der Nähe des Parlaments in Kairo, dass das abgebrannt ist. Also man hört immer wieder von dieser Art von Gewaltausbrüchen im Land. Aber auf der anderen Seite ist sich auch jeder Beobachter und auch jeder Ägypter natürlich bewusst, dass die Prozesse, die vor 12 Monaten angestoßen wurden, 5, 7, 10 Jahre dauern werden. Und ich höre von vielen Ägyptern, die sagen, für uns werden die nächsten Wahlen, die Wahlen in 5 Jahren, dann wirklich die meinungsbildenden Wahlen sein. Und das Ergebnis, was wir jetzt sehen, ist einer gewissen Situation geschuldet. Aber es ist eben ein Fortschritt, dass wir überhaupt jetzt mal freie Wahlen haben. Aber war nicht doch die Hoffnung größer, dass man doch gehofft hat, dass wenn eben das Mubarak-Regime gestürzt wurde, es doch bergauf geht? Ja, das ist ja genau dieselbe Frage jetzt mit Syrien. Also ich finde es jetzt irgendwo falsch zu fragen, ja, was passiert, wenn Syrien, wenn der Machthaber Assad stürzt? Ich finde, man muss jetzt schauen, was passiert mit den Menschen. Man muss die Gewalt jetzt eindämmen. Das ist erstmal, finde ich, das Wichtigste. Das haben wir ja bei Ägypten auch gesehen. Es wurde gespekuliert, ja, was passiert? Und es ist, die Islamisten haben gewonnen. Vorher war das Gerede, ja, säkulär und die Facebook-Generation wird es machen. Und es ist ganz anders gekommen. Ich denke, auch in Syrien ist, was Herr Politz auch gesagt hat, diese multiethnischen Mitglieder, die sind, es ist sehr flächendeckend unterschiedlich als Ägypten und in Ägypten, klar, also es ist jetzt sehr unübersichtlich. Man sieht auch, dass die alten Kräfte noch einen ganz langen Arm haben. Also, das wäre die Frage, warum hat sich da sozusagen letztendlich weniger getan als gehofft? Warum sagen Sie Facebook-Generation eigentlich nicht existent? Weil natürlich die Muslimbrüder, es ist eine ganz alteingesessene Partei, die haben jahrzehntelang haben die auf den Menschen eingewirkt, also haben den Armen geholfen. Es hat sich alles verfestigt. Die Facebook-Generation hatte kein richtiges Konzept. Es hat aus Emotionen, aus Wut, aus dieser ganzen angestauten Veränderung was bewirkt, was unglaublich war. Aber dann ist es abgeschwächt. Es hatte keine richtigen Führer. Es gibt diesen Well Ghonim, der ja auch Marketingchef von Google ist, der das ja eigentlich so ein bisschen angeführt hat, aber trotzdem war kein richtiges Konzept. Ich weiß auch nicht, ob diese Personen einbezogen worden sind in Gespräche mit der Militärregierung, um zu schauen, ja, was passiert jetzt eigentlich, wie können wir euch da einbinden? Also ich denke, dass da jeder auch schon so seine Interessen befolgt. Und natürlich, das Militär möchte seine Macht nicht abgeben. Es schindet Zeit, es möchte schauen, wie sich das jetzt alles entwickelt. Das hat man auch im Stadion gesehen. Also Fakt ist, dass unheimlich mehr Menschen im Stadion waren als Geld in der Kasse. Das hat halt auch jemand gesagt. Es gibt ja nun die Behauptung oder die Spekulation, dass das Militär möglicherweise hinter diesen Krawallen steckt. Das Militär, also wenn ich diese ägyptischen Medien verfolge und auch renommierte ägyptische Journalisten, die sind so erbost, die können es nicht glauben, was da passiert ist. Die sind fassungslos, dass das eigene Volk sich praktisch gegeneinander mordet, dass praktisch Ägypter aufeinander losgehen. Also jeder stellt sich die Frage, was ist mit den Leuten passiert? Was ist mit euch passiert? Du ermordest deinen Nachbarn, das ist dein Fleisch und Blut. In jedem Fall kann man sagen, dass dort das Militär absolut tatenlos war. Es war ihm egal, weil eben auch so ein bisschen mitschwingt, ja, wenn das Militär jetzt die Leute vor den Kadi stellt und das Militär die Macht abgibt, dass das Militär natürlich zur Rechenschaft gezogen werden kann. Also das Militär möchte sich jetzt nicht die Hände schmutzig machen.
Herr Pohlenz, nun hatte man ja gehofft, dass quasi nach Mubarak es doch ruhiger wird, dass quasi Frieden einkehrt, dass die Menschen doch schauen können, dass sie Jobs finden, dass es wirtschaftlich bergauf geht. Warum ist es so schwierig? War man dazu ungeduldig? Na, zum einen ist es sicherlich so, dass der Begriff Frühling suggeriert, das ist eine Folge von 4 Jahreszeiten und geht alles ganz schnell. Und es dauert eine Generation, würde ich mal sagen, im besten Fall, denn die Veränderungsnotwendigkeiten sind noch viel größer, als sie es in Osteuropa nach 1989 waren. Und unsere Möglichkeiten zu helfen sind kleiner, weil wir nicht allen Ländern eine EU-Mitgliedschaft anbieten können. Also von daher... Gerade im Moment nicht. Ja, das kommt noch dazu. Aber was wir, glaube ich, bei Ägypten als erstes sagen müssen, das Militär hat nach wie vor von seiner Macht nichts abgegeben. Nichts Wesentliches abgegeben. Es gibt jetzt ein gewähltes Parlament, aber das muss sich seine Macht erst noch erkämpfen. Das werden wir sehen, wie das ausgeht und ob es dann zu einem Arrangement zwischen Militär und Moslembrüdern kommt. Aber hätte man da nicht vorher schon in eine andere Richtung lenken können? Gab es da die Einflussmöglichkeit? Na, wir hatten den Vergleich zwischen Tunesien und Ägypten. In Tunesien ist der ganze Prozess zivil gesteuert worden von Gremien, die praktisch aus der Zivilgesellschaft zusammengesetzt worden sind. In Ägypten hat das Militär bis heute die Steuerungshoheit. Also alle müssen zum Militär, wenn es um irgendwelche Veränderungen geht. Das Militär hat die Karten dicht vor der Brust und macht daraus eine geheime Kommandosache, sage ich jetzt mal. Und das Ganze macht die Entwicklung in Ägypten von vornherein intransparenter, willkürlicher und auch wesentlich schwieriger. Und wenn wir Hoffnung suchen in der Region, finde ich es im Augenblick in Tunesien. Da ist man, glaube ich, auf einem Weg. Es war auch einfacher. Das muss man auch dazu sagen, weil es eben um eine zivile Diktatur ging, die abgelöst wurde. In Ägypten war es eine autoritäre, aufs Militär gestützte Herrschaft. Das ist ein Unterschied. Und jetzt werden wir sehen, wie die Dinge weitergehen. Aber in Ägypten müssen wir jetzt sehen, dass wir den weiteren Prozess, Präsidentschaftswahlen, Verfassung, dass der jetzt nicht weiter rausgezögert wird. Gut, da gibt es jetzt sozusagen, wenn man das so nennen kann, eine gute Nachricht. Zumindest soll die Kandidatur zur Präsidentschaftswahl vorgezogen werden. Ist das jetzt ein Zeichen, ja, wir versuchen sozusagen in die richtige Richtung zu gehen, oder hat das gar nicht so viel Einfluss? Ich glaube, das Regime merkt gerade selber, wie inkompetent es selbst ist, oder genauer gesagt das ägyptische Militär. Das ist ja nun wirklich eins der schlechtesten Militärs, die wir so haben in der Welt. Sie haben eine der größten Armeen und noch nie einen Krieg gewonnen. Vor allem aber sind sie, und viele Kriege geführt, vor allem aber sind sie nicht in der Lage und dafür sind sie auch nicht ausgebildet, ein Land zu regieren. Sie wissen nicht, was da zu tun ist. Sie wissen auch nicht, wie man eine Wirtschaft wieder in Gang setzt nach einem Umsturz. Das ist nicht ihre Aufgabe. Und ich glaube, sie merken selbst, dass sie an diesen Aufgaben scheitern, dass sie dafür keine Kompetenz haben. Und deshalb wollen sie zumindest die zivile Macht abgeben. Deshalb wollen sie diese Präsidentschaftswahlen. Und ich denke, sie werden diese Wahlen genauso sauber laufen lassen, wie sie die Parlamentswahlen sauber laufen gelassen haben. Das ist die große Veränderung, die es in diesem Jahr wirklich schon gegeben hat. Diese Wahlen waren sauber und gewaltlos. Alle früheren Wahlen in Ägypten, die unter Mubarak inszeniert worden sind, waren weder sauber, noch waren sie gewaltlos. Und das ist ein großer Fortschritt. Was sie sicherlich haben wollen, aber da haben wir nichts anderes gehabt bei den Transformationsprozessen in Brasilien, in Argentinien, in Chile. Natürlich wollen sie nicht, dass man in ihr Budget reinschaut. Da wird es mit Sicherheit noch eine Dekade lang ein Tauziehen geben zwischen gewählten zivilen Autoritäten und dem Parlament. In der Türkei haben wir doch das Gleiche gehabt. Wie lange hat es gedauert, bis das Militär bereit war, wirklich die Kontrolle über sein eigenes Budget oder über seine eigene Gerichtsbarkeit an zivile, gewählte Vertreter des Volkes abzugeben. Über Facebook können unsere Zuschauer mitdiskutieren unter Phoenix. Und dort gibt es einen Kommentar, die Motive und Ziele des arabischen Frühlings wurden einfach verklärt, sowohl in den Medien als auch in der Politik. Es fehlt einfach ein Verständnis für die kulturellen Unterschiede. Es geht vielleicht auch in eine Richtung, ist vielleicht das Verständnis von Demokratie, was der Westen hat, zu sagen, Demokratie hat so und so auszusehen, überhaupt nicht anwendbar auf Ägypten? Nein, also dem würde ich vollkommen widersprechen. Also zum einen existiert auch Demokratie in Deutschland, in Europa nicht in der Reinform, mit der wir es dann immer an andere Länder herantragen. Ich glaube, da muss man auch mal sich selber über die eigenen klientelistischen Netzwerke und Amigo-Verbindungen und so weiter, die durfte man nicht vergessen. Auf der anderen Seite die Ziele, die sich die Aktivisten vor 12 Monaten gestellt haben, waren Würde, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Und das sind, glaube ich, auch die tatsächlichen Ziele, die sehr schwierig
in einer so kurzen Zeit auch nur anfänglich zu bewältigen sind. Kann es denn am Ende trotzdem zu einer Demokratie wirklich kommen? Auf jeden Fall. Ich meine, das sehen wir jetzt ja zum Beispiel genau, wie Herr Perthes gesagt hatte. Also die Wahlen sind ein Schritt, die Bildung von Parteien sind ein Schritt. Jetzt diese Freiheit- und Gerechtigkeitspartei, die größte Stimmenanzahl im Parlament hat, die hatten ihr Dossier vor 16 Jahren eingereicht. Und sind dann im Januar oder Februar letzten Jahres registriert worden. Also dieses, was man so das demokratische Prozedere nennt, das wird jetzt schrittweise eingeübt. Und ich finde auch, man muss sehen, dass der Militärrat ja durchaus reagiert auf die Demonstrationen von den politischen Aktivisten auch weiterhin. Also wir haben das im November gesehen, dass der Militärrat versucht hat, ein Dokument zu lancieren, in dem ihm weiterhin ganz wichtige Prärogativen eingeräumt werden und er eben auch bei der Verfassungsgebung eine Sonderstellung eingeräumt wird. Und dagegen sind die Demonstranten auf die Straße gegangen. Das Papier wurde wieder zurückgenommen und der Verfasser ist nicht mehr im Amt. Und genauso sehen wir das jetzt auch bezüglich zum Beispiel der Präsidentschaftswahlen. Also es gibt da schon ein politisches Zusammenspiel. Trotz allem gibt es diese Gewalt momentan. Trotz allem gibt es immer noch viele junge Menschen, die immer noch frustriert sind. Was sagt man denen? Ich meine, gut, es sind Schritte, aber reicht das wirklich? Ich glaube, deren Schreie verlaufen gerade in dem Wind. Also ich glaube, dass im Moment keiner auf die jungen Leute eingeht. Es ist immer noch die Arbeitslosigkeit, es ist immer noch der Hunger da. Die Leute wissen immer noch nicht, wie sie morgen ihr Brot verdienen können. Ich denke, dass jetzt so solche Personen wie Amr Hamzawi, der ja auch jetzt eine Partei gegründet hat, viel bewirken kann. Er muss vielleicht sich da ein bisschen formatieren. Also ich glaube, dass er ein Mensch ist, der einen Zugang zu der jungen Bevölkerung hat. Ich frage mich wirklich, was das Militär verfolgen will. Also das Militär bekommt Milliardenhilfe von Amerika. Herr Perthes meinte, das vielleicht bald nicht mehr. Bald nicht mehr, vielleicht, ja, genau. Ich frage mich, weil Sie meinten, das Militär weiß jetzt nicht, kann nicht handeln und ist auch noch ein bisschen rückschrittig, was die Militärhilfe eigentlich auch macht. Also soll es nicht auch dem helfen, dass das Militär eigentlich in solchen Situationen, wenn so Demokratieprozesse stattfinden, sich richtig adäquat verhält? Also das war nicht die Intention der amerikanischen Militärhilfe über die letzten Jahre, das Militär auf Demokratie vorzubereiten. Nein, das meine das ich jetzt nicht. Intention. Aber ich den Friedensvertrag denke, mit Israel abzusichern. Friedensvertrag mit Israel, Sicherheit auf den Sinai-Grenzen und diese Aufgaben hauptsächlich. Und, also Eigennutz. Es ist aber jetzt eben so, dass wir alle ja vor der Frage stehen, und das, glaube ich, muss man in dieser Sendung schon auch ansprechen, dass die jetzige ägyptische Regierung, die ja vom Militär eingesetzt ist, auf einmal einen Kurs fährt gegenüber Nichtregierungsorganisationen, ausländischer Nichtregierungsorganisationen. Sprechen Sie jetzt die Konrad-Adenauer-Stiftung unter anderem an? Die Konrad-Adenauer-Stiftung, aber auch andere ausländische Stiftungen, auch inländische, die angeklagt. Eben auf Demokratisierungsprozesse, auf eine Stärkung der sich entwickelnden Zivilgesellschaft setzen. Und deren Arbeit soll jetzt erschwert werden. Das ist schon ein sehr ernster Prozess, weil sich da eigentlich zeigt, welcher Kurs soll jetzt eingeschlagen werden und in welche Richtung soll es gehen? Aber wie können Sie denn dagegen lenken? Also ich glaube schon, dass das, was jetzt hier seitens der Bundesregierung, auch etwa von meiner Partei, ich habe auch mit dem ägyptischen Botschafter darüber geredet und habe den Eindruck, dass dem Außenministerium die Sache eher unangenehm ist, aber im Inneren heißt es, dann können wir uns erstmal noch nicht durchsetzen und die Justiz ist unabhängig, also alles das, was man dann zu hören bekommt. Letztlich kommt es aber darauf an, was wird jetzt das Ergebnis sein. Und wenn das Ergebnis nicht ist, dass sich dieses Verfahren also sehr schnell jetzt so, dass es so schnell zu einem Abschluss kommt, dass die Nichtregierungsorganisationen, die Adenauer-Stiftung, die anderen frei arbeiten können, die Adenauer-Stiftung wie seit 30 Jahren. Das sind immerhin 43 Personen angeklagt. Also aus ja, also es ist kein Pappenstiel. Mhm. Und von daher ist das jetzt schon ein ganz wichtiger Punkt. Und das muss man den ägyptischen Freunden auch in aller Deutlichkeit sagen. Die Hilfe, die wir ja schließlich auch mit deutschem Steuergeld bereitstellen, die geht auch in eine bestimmte Richtung mit Respekt für die Menschenrechte, mit Respekt für Frauenrechte. Wenn man das anders sieht, dann kann es diese Art Hilfe so dann auch nicht geben. Also es wäre dann doch eine Konsequenz, dann irgendwann zu sagen, so nicht? Ja, ich hoffe nicht, dass es so weit kommen muss. Aber es könnte so weit kommen.
die Amerikaner sagen ja auch schon, also wenn sich hier nicht schnell etwas tut, dass die Reisefreiheit auch eben für diese Mitarbeiter gewährleistet ist, müsste man über die Militärhilfe nachdenken. Aber Sie haben ja auch den Kontakt zu den Menschen in Ägypten. Wenn wir uns sozusagen nochmal die jungen Menschen anschauen oder Menschen, die dort leben, wie sehen die denn gerade die Situation? Also haben die auch das Gefühl, eigentlich wollen wir ein bisschen mehr, aber wir müssen Geduld haben? Also ich glaube, man muss sich zum einen erstmal klar machen, dass ein Großteil der ägyptischen Jugend unpolitisch ist. Also, hat sich das nicht verändert? Die sind natürlich, man diskutiert über Politik sehr viel. Wenn sie mit der U-Bahn fahren, sind alle am Diskutieren. So, aber es gibt ein politisches Bewusstsein. So, aber ein Großteil ist wahrscheinlich nie zum Tahrirplatz gegangen. Hat sich das im Fernsehen angeschaut, war froh, dass Mubarak gefallen ist, aber würde jetzt nicht aktiv werden in einer Partei oder jetzt eine eigene Facebook-Gruppe gründen oder so. Und, da hatte man aber einen anderen Eindruck. Da hatte man schon den Eindruck, dass da viele Menschen sozusagen für ihre Rechte kämpfen und doch sehr politisiert sind. Ja, aber wenn Sie sich jetzt anschauen, es gibt de facto nur einen einzigen Vertreter im Parlament, den man als Vertreter dieser Facebook-Generation, würde ich jetzt so zählen, ansehen kann. Das heißt, letztendlich haben wir uns natürlich auch sehr mit dieser Facebook-Generation beschäftigt. Das waren Lebensläufe, mit denen wir uns identifizieren konnten. Die Leute sprechen gut Englisch. Es waren so die Kinder der ägyptischen Mittelschicht. Aber das sind nicht die Mehrheit. Und sie haben das Ganze losgetreten. Aus meiner Sicht sind sie wirklich diejenigen gewesen, die diese Umbrüche in Gang gesetzt haben. Aber sie sind dann nach kurzer Zeit eben von einem großen Teil der ägyptischen Bevölkerung unterstützt worden. Und deswegen ist es so schnell zu diesen Umbrüchen gekommen. Heute stellt sich die Situation für diese Jugendlichen meines Erachtens so dar, dass eben für die einen die wirtschaftliche Frage, die Hauptfrage ist, es gibt 8 Millionen Familien in Ägypten, leben vom Tourismus. Tourismus ist um 30% eingebrochen. Oh, ist eine dramatische Situation. Und darunter leiden nicht nur die Hotels, sondern da leidet auch der Postkartenverkäufer an den Pyramiden. Aber gerade die Muslimbrüder sagen, ja gut, Tourismus müssen wir jetzt auch gar nicht so viel haben. Das glaube ich nicht, dass sie das lange durchhalten können. Also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es gab ja jetzt einen Schrecken, jetzt haben die Islamisten gewonnen. Und ich habe damit gerechnet. Und die Prognosen sind ein bisschen noch übertroffen worden. Die Salafisten waren ein bisschen eine Überraschung, aber dass nach einer Zeit, wo man auf die Straße gegangen ist, auch mit dem Begriff Würde, dass man dann nach Werten sucht und dass man die in der Religion findet, das haben wir in Deutschland auch schon erlebt nach 1945. Also gucken Sie mal in die Gründungsgeschichte der CDU, weshalb da also der Bezug auf Gott und Christentum und Werte so deutlich war. Und das Zweite... Aber gut, ist die CDU zu vergleichen mit sozusagen... Nein, aber wo finden denn die Menschen Werte nach einer Zeit von Korruption und Würdelosigkeit? Also in der religiösen Überzeugung. Und das ist eben in Ägypten nicht das Christentum, außer bei den Kopten, sondern bei der Mehrheit halt der Islam. Und das Zweite ist, die war natürlich auch glaubwürdig, weil sie in der Opposition waren, sie waren im Gefängnis gewesen, sie haben für ihre Überzeugung gelitten und sie haben, wie Sie es vorhin auch gesagt haben, soziale Einrichtungen, Kindergärten und so weiter. Also das war klar, dass die gewinnen würden. Und ich glaube jetzt unter dem, wenn es gelingt, den freien Wettbewerb zu erhalten, dann werden wir auch erleben, dass sich die Bewegung weiter aufspaltet, dass es ein breiteres Spektrum gibt. Und wir müssen auch die Chancen nutzen, vielleicht auch gerade meine eigene Partei, etwa mit den Moslembrüdern darüber zu sprechen, was heißt es eigentlich, religiöse Wertvorstellungen in demokratische Politik zu übersetzen. Heißt das beibringen, wie es zu funktionieren hat? Nicht beibringen, aber ihnen erklären, wie wir es gemacht haben und fragen, wie denkt ihr euch das denn? Glauben Sie, die sind bereit dazu, sich das anzuhören? Ja, es gibt auch schon solche Gespräche. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die bereit sind. Natürlich sind da noch andere Aspekte, zum Beispiel auch die Frauen haben in der arabischen Revolution eine unheimliche Rolle gespielt. Also ich finde, man muss jetzt schauen, in welche Richtung eben dieses System geht, wie die Muslimbrüder mit den Frauen umgehen und mit der christlichen Minderheit. Ich denke mal, das sind ganz zwei wichtige Pfeiler, um zu sehen, in welche Zielrichtung eben sich Ägypten entwickelt. Also die Frauen haben eine unheimliche Rolle gespielt. Im Moment sind ganz wenige Frauen halt eben noch im Parlament vertreten. Ich weiß auch gar nicht, ob eine Frau überhaupt Ministerin werden kann. Also ich denke schon, dass das
ja, eine unheimliche ja, Spannung wird. Muslimbruder, ich glaube, das war der erste Schock. Muslimbrüder, oh Gott, das sind Islamisten. Ja, also ich denke schon, dass sie gesprächsbereit sind. Aber ja, man muss jetzt auch schauen, wegen mit dem Tourismus, inwieweit, weil Ägypten kann sich das nicht leisten, dass der Tourismus eben einbricht. Mhm. Also man muss auf jeden Fall den Dialog suchen. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Und ja, schauen, dass man eben auch ja, versucht, ja, freiheitlichen Gedanken einzubringen und zu schauen, auch wie gehen die mit den Menschen um. Weil Würde ist wirklich ganz wichtig. Die Menschen haben ganz lange Zeit sich nicht würdevoll gefühlt. Und das ist eines der zentralen Aspekte überhaupt in der arabischen Welt, dass Menschen ja, ihre Würde verlieren, sich nicht genug ja, ernst genommen fühlen. Und im Gegensatz zum Westen, wo jeder wirklich einen Schutz hat, eine Meinung haben kann, wo wirklich jeder ein Recht einklagen kann. Und das gibt es alles eben nicht. Aber denken Sie auch, dass wirklich die Muslimbrüder gesprächsbereit sind, dass es doch in eine Richtung gehen kann? Das ist ja zum Beispiel ein Wunschmodell, könnte die Türkei sein? Ich denke, was Frau Gauary sagt und auch was Herr Polenz sagt, ist richtig. Die Muslimbrüder wollen sprechen. Und dann geht es darum, im Gespräch zu gucken, wo man sich miteinander annähert. Fragen Sie die Muslimbrüder doch mal, zu welcher Parteienfamilie sie sich international zählen. Die Antwort bei den meisten wird sein, irgendwo zu den demokratisch-konservativen, zu den religiös motiviert demokratisch-konservativen, das, was bei uns Christdemokraten heißt. Da sind sie noch nicht, würde ich sagen. Aber wenn man ihnen helfen will, sich dahin zu entwickeln, nicht sie zu belehren, aber wenn man ihnen helfen will, sich dahin zu entwickeln, dann geht das wahrscheinlich tatsächlich nur durchs Gespräch und auch durch ein gewisses Vorschussvertrauen. Vorher haben wir diese Fragen, die wir jetzt stellen, die richtigen Fragen, Frau Gauhari. Wie haltet ihr es mit den Frauenrechten? Wie haltet ihr es mit den Minderheitenrechten? Die haben wir doch der Partei von Herrn Mubarak nie gestellt. Die war übrigens lange, muss man glaube ich sagen, in der Sozialistischen Internationale, bis die Sozialistische Internationale vor dem Sturz des Regimes, muss man hier glaube ich zur Ehrenrettung sagen, gesagt hat, die wollen wir nicht mehr dabei haben. Mhm. Aber da haben wir solche Fragen nicht gestellt. Ich denke, es ist richtig, dass wir sie jetzt stellen, aber wir sollten manchmal nicht vergessen, dass wir da in der Vergangenheit nicht ganz so kritisch waren beim alten Regime. Wenn wir uns nochmal den wirtschaftlichen Zweig angucken, das haben Sie eben auch angesprochen, das ist eben die Schwierigkeit. Die meisten jungen Menschen finden einfach immer noch keinen Job. Wie kann dann da Unterstützung nochmal sozusagen helfen? Oder welche Unterstützung kann da helfen? Also auf der einen Seite haben Sie ungefähr 800.000 Arbeitssuchende, die jedes Jahr neu auf den Arbeitsmarkt strömen. Mhm. Und es ist natürlich eine riesige Herausforderung, da Arbeitsplätze bereitzustellen. Auf der anderen Seite habe ich heute in einem Bericht der Außenhandelskammer gelesen, dass es doch eine Reihe von Regionalprojekten auch gibt, die Arbeitsplätze schaffen, zum Beispiel libysch-ägyptische Projekte. Also hier ist man durchaus in Verhandlungen. Die Libyer haben Geld und haben auch schon in Ägypten investiert, versprechen das auch weiterhin. Es gibt saudisch-ägyptische Infrastrukturprojekte, die jetzt angedacht werden. Also das muss man gar nicht so pessimistisch sehen, wie mir das heute deutlich geworden ist. Also ich glaube, man muss schon sehen, dass Ägypten eine grundsätzliche Reform des Verhältnisses zwischen staatlicher Bürokratie und privater Wirtschaft braucht. Ich habe irgendwo mal eine erschreckende Zahl gelesen, 40% würden ihr Geld irgendwie mehr oder weniger vom Staat bekommen. Das ist allein schon zu viel, aber da die dann auch ja was tun und das, was sie tun, ist den anderen erschweren, selber was tun zu können, indem sie da noch eine Erlaubnis für brauchen und dort noch eine Bescheinigung, was auch gleich wieder die Möglichkeit gibt, die Hand aufzuhalten, ist also eine Reform des staatlichen Sektors mittelfristig das, was wirklich erreicht werden muss. Mit dem Sicherheitssektor muss man anfangen, denn das ist, glaube ich, das größte Problem, dass die Sicherheit tatsächlich schlechter ist, auch gefühlt schlechter für die Menschen als zur Zeit von Mubarak und Anarchie und überall Gewalt ist eigentlich das Schlimmste, mit dem Menschen gar nicht gut umgehen können natürlich. Und das ist auch eine große Herausforderung. Also es brennt eigentlich an allen Ecken und Enden. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, dass der Prozess eine klare Richtung bekommt. Präsidenten wählen, Verantwortung übergeben, zivile Regierung aufbauen, Verfassungsprozess. Und dann parallel dazu natürlich am schnellsten hoffentlich den Tourismus in Gang bringen. Denn das hat den unmittelbarsten Effekt auf die Beschäftigungslage in Ägypten. Aber ich sage mal, wenn Sie die Wahl haben, Ihre schönste Zeit im Jahr irgendwo anders oder mit Risiko in Ägypten zu verbringen, dann fahren Sie natürlich nie nach Ägypten. Insofern hängt das dann auch wieder mit der Sicherheit zusammen. Können Sie sich denn vorstellen, gut ausgebildete Ägypter,
denen die Möglichkeit zu geben, möglicherweise in Deutschland, in Europa für eine Zeit zu arbeiten, um noch besser ausgebildet wieder zurückzugehen und dem Land zu helfen? Auf alle Fälle. Es gibt ja auch solche Partnerschaftsprojekte, die jetzt überlegt werden, auch im Rahmen dualer Ausbildung etwas gemeinsam zu machen. Man muss sich natürlich, wenn man dann auf die Zahlen schaut, wie vielen Menschen wird man das anbieten können, sich auch bewusst sein, es sind 80 Millionen Ägypter und wir reden dann über ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend, wenn es hochkommt, denen man auf diese Weise helfen kann, aber immerhin. Fühlen sich denn die Ägypter wirklich unterstützt vom Westen oder von den anderen Ländern? Oder ist da doch ein bisschen Enttäuschung auch mittlerweile dabei? Ich glaube, das ist schon sehr weit weg. Also ich glaube das schon, dass da überhaupt keine Unterstützung gefühlt wird. Also ich glaube, jeder krämelt da für sich. Also die Jugend hat einen unheimlichen Durst nach Wissen. Viele wissen aber nicht, wohin damit. Es wird immer gesagt, wir helfen euch. Aber ich glaube, beim Einzelnen kommt das nicht so richtig an. Vielleicht gibt es bei solchen Stiftungen wie die Adenauer Stiftung oder so, dass die halt wirklich auch Programme haben. Aber ansonsten Unterstützung, dass das direkt jetzt der Nachbar merkt in Ägypten, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist eigentlich nicht vorhanden. Also die sind schon sehr so im blutleeren Raum. Also das ist ja schade, wenn so viele Bemühungen da sind, wenn das wirklich so ins Leere läuft. Das ist aber ein quantitatives Problem. Nehmen Sie allein eine Stadt wie Kairo, 10, 15 Millionen Einwohner. Und dann hat das Goethe-Institut eine gute Einrichtung am Tahrirplatz. Die ist klasse. Da gehen auch viele hin. Und ist auch relativ bekannt. Die wollen auch Deutsch lernen. Aber das ist sozusagen im Promillebereich der Einwohnerschaft von Kairo. So ein bestimmter. Also das muss man sich auch immer wieder klar machen. Obwohl ich es wichtig finde, ich habe mir das auch angeschaut, ist eine klasse Sache. Und das ist ja eben das, was jetzt unterbunden wird. Oder wo die ägyptische Regierung dran ist, deren Arbeit schwerer zu machen. Und deshalb muss man da auch so aufpassen. Auch gleich muss man auch sagen, dass die Ministerin in Ägypten, die gerade dafür zuständig ist, dass allen ausländischen Stiftungen und den inländischen Nichtregierungsorganisationen das Leben so schwer gemacht wird, die einzige Ministerin ist, die von Mubarak übernommen worden ist. Also hier sehen wir, dass das alte Regime tatsächlich noch im Schatten des Neuen weiter existiert. Und deshalb, da würde ich Herrn Polenz voll unterstützen, ist es so wichtig, dass es jetzt schnell gewählte Autoritäten gibt. Bisher haben wir ein gewähltes Parlament, aber keine gewählte Regierung. Aber welche Macht kann denn der Präsident wirklich haben? Wie viel Macht kann er haben? Der Präsident kann sehr viel Macht haben. Er wird eine Regierung im Benehmen mit dem Parlament einsetzen. Das Parlament wird dann über eine Verfassung reden. Das braucht noch eine Zeit. Aber zurzeit haben wir eine Regierung, die nur von Gnaden des Militärs existiert, die entweder nach oben guckt zum Militärrat und sagt, was wollt ihr von uns, oder auf den Tahrirplatz guckt und sagt, was wollt ihr von uns. Aber sie sind in keiner Weise legitimiert von irgendjemand. Das muss sich sehr schnell ändern. Eine Präsidentenwahl in einem System, was, seitdem es sich Republik nennt, präsidentiell ist, in Ägypten wäre eine Präsidentenwahl heute der wichtigste Schritt, damit es eine Autorität gibt, die zusammen mit dem Parlament tatsächlich Entscheidungen treffen kann, für die man sie dann verantwortlich machen kann. Sie können die heutige Regierung ja auch für nichts verantwortlich machen, weil sie von niemandem gewählt worden ist. Also dann wird es eine Veränderung geben. Das wird sozusagen der nächste Schritt sein. Also ich denke, man merkt in Ägypten schon sehr, dass genau diese Figur auch jetzt fehlt. Dass die fehlt. Ja, der Präsident fehlt. Ja. Es fehlt jemand, der das alles kommunikativ auch zusammenbinden kann. Und die Bevölkerung auch eben darum bittet, dass man jetzt für bestimmte Prozesse eine gewisse Zeit braucht, der ein Auge darauf hat, dass diese wichtigen Institutionen umgebildet werden und an allererster Stelle die Polizei natürlich. Und vielleicht, also der neue Präsident, ich würde mir wünschen, er schafft den Ausnahmezustand ab und er schafft die Militärgerichte nicht ab, sondern begrenzt in der Zuständigkeit aufs Militär und lässt die Zivilgerichte für die Zivilisten arbeiten. Denn das, was da jetzt in der Militärjustiz passiert, auch gegenüber Demonstranten, ist ein Skandal. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Schön, dass Sie da sind. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.